So, erstmal schönen guten Tag. Praktische Einführung in HashiCorp World von mir. Ich mache das ein bisschen mehr praktisch. Das heißt, ich habe nur 10 Folien oder so und zeige das Ganze dann hier im Terminal. Was habe ich mit euch vor? Einmal, der Vortrag heißt praktische Einführung in HashiCorp World. Was ist überhaupt HashiCorp? Was machen die sonst so? Dann Console ist ein Tool, wo man Daten speichern kann. Da will ich ein paar Sätze zu sagen. Und dann geht es halt um das Thema Vault. Was ist das eigentlich? Was kann das? Was tut das? Was macht das? Vault im Vergleich zu anderen Passwortmanagern. Was da der Unterschied ist. Shamir Sacred Sharing. Das ist eine Praxis, die Vault benutzt. Die werde ich dann vorstellen und euch erklären und dann auch in der Praxis zeigen. Und danach geht es halt auch schon los mit den Praxissachen und der Live-Demo. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich einfach unterbrechen. Dann versuche ich, die Frage zu beantworten. Ansonsten am Ende dann noch. Zwei Sätze will ich noch über mich loswerden, weil ich glaube, die wenigsten kennen mich hier. Timo Stankowitz, 24 Jahre alt. Ich studiere hier Informatik mit der Spezialisierung IT-Sicherheit. Und Anfang des Jahres hatte ich einen Vortrag gehalten, der hieß Aufbau eines hochverfügbaren Vault-Clusters. Aber hier geht es jetzt um das Thema Vault generell, was das so kann und was das so tut. So, zu HashiCorp. HashiCorp ist eine Firma aus den USA und stellt Tools für DevOps her, um das mal so ganz grob zu sagen. Vielleicht kennen einige ein paar Tools, Terraform, Packer oder Vagrant. Terraform ist so ein Tool, Infrastruktur als Code. Da kann man seine Server als Code schreiben und dann deployen. Das ist ganz cool. Vagrant und Packer verwalten von virtuellen Maschinen und deployen. Console, da komme ich gleich drauf zu. Und heute geht es um das Thema Vault und wie man da Daten speichern kann. Zwei Sätze noch zum Console, weil das werden wir gleich benutzen als Hintergrund. Console ist ein einfacher Key-Value-Datenspeicher. Das heißt, ihr könnt da ganz einfach Key-Values speichern. Ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht Redis. Das ist auch eine Key-Value-Datenbank. Console kann ein bisschen mehr. Console kann halt entweder Key-Value-Daten speichern, aber das dient auch dazu zur Service-Discovery. Ich könnte jetzt auch noch einen extra Vortrag über Console halten, aber leider habe ich nur eine Stunde Zeit. Wichtig ist noch, wenn man Vault hochverfügbar deployen möchte, dann geht das aktuell nur mit Console. Und da Console und Vault ja von der gleichen Firma kommen, ist das eigentlich super ideal. Console bietet auch noch automatisches Recovering. Zum Beispiel, wenn eine Console-Instanz ausgefallen ist, dann kann Console ein automatisches Recovery machen. Das ist eigentlich ganz cool. Es bietet auch noch Monitoring über die Services, die man hat. Und auch noch eine GUI, die werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. So, jetzt geht es aber um das eigentliche Thema, Vault. Was sagt HashiCorp selber, was ist Vault? Vault ist ein, Vault ist ein Multifunktionstool. HashiCorp sagt über sich, Vault kann Secret Management, Vault kann Encryption as a Service und Vault kann Privilege Access Management. Secret Management, das ist halt der klassische Fall. Ihr habt ein Secret und möchtet das irgendwie sicher speichern. Zum Beispiel ein Passwort oder ein API Credentials oder der klassische Fall, Benutzernamen und Passwort. Dazu ist Vault da. Encryption as a Service. Ich weiß nicht, viele von euch sagt natürlich Software as a Service was, zum Beispiel Gmail. Ihr geht zu Google, gebt ihnen Geld und die stellen euch einen Mail-Server zur Verfügung, in Anführungsstrichen. Und Vault geht halt hin und sagt, hier hast du eine API, lieber Entwickler, und kannst Daten bei uns verschlüsseln und entschlüsseln. Das heißt, wir als Vault kümmern uns um die Ver- und Entschlüsselung deiner Daten. Das heißt, eure Applikation muss das nicht machen. Dadurch wird euch Arbeit abgenommen und natürlich, je nachdem, wie sehr ihr versiert seid, in Applikationsschreiben bzw. in eine Applikation, die euch Daten sicher verschlüsselt, da wird euch halt ziemlich viel Arbeit abgenommen und auch Thema Sicherheit. Privileged Access Management, da geht es halt darum, wer hat auf meine Daten Zugriff, haben alle Leute auf meine Daten Zugriff, hat eine Applikation irgendwie Zugriff auf alle API-Credentials oder kann ich das noch irgendwie
beschränken. Und dann geht es halt auch noch darum, zum Beispiel Log-Management. Wer hat wann auf meine Daten zugegriffen? Das wird dann halt geloggt. Aber da komme ich auch später noch zu. Worum geht es? Oder man könnte das auch nennen, was müssen Unternehmen heutzutage beachten, wenn sie Daten speichern möchten? Gerade in Zeiten von Datenschutzgrundverordnung ist es halt ziemlich schwierig. So, die klassische Frage ist natürlich, wer hat Zugriff auf meine Daten? Alle Mitarbeiter im Unternehmen, nur bestimmte Mitarbeiter im Unternehmen. Warum, wieso, weshalb? Das Thema Log-Management, wer hat wann auf die Daten zugegriffen? Und im schlimmsten Fall noch, warum? Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter irgendwie auf Kundendaten zugreift und die Kundendaten bestehen zum Beispiel aus Kreditkartennummern, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum hat dieser Mitarbeiter jetzt auf die Kreditkartendaten von John Bauer zugegriffen? Das heißt, irgendwie eine Log-Funktionalität. Sind meine Daten sicher? Natürlich das klassische Thema oder die klassische Frage, die man so pauschal natürlich nicht beantworten kann. Sind meine Daten sicher? Wie lange werden meine Daten gespeichert? Wie lange hat jemand Zugriff auf diese Daten? Da kommen wir jetzt wieder zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Muss ein Unternehmen Daten 10 Jahre lang speichern? Muss ein Mitarbeiter auch 10 Jahre lang auf diese Daten Zugriff haben? Ja, nein, vielleicht und warum? Und natürlich, wo werden meine Daten gespeichert? Speichere ich die selber auf einem Server? Benutze ich Public Cloud? Oder benutze ich Tools, die zum Beispiel Kundendaten für mich verwalten? Zum Beispiel AWS Cognito ist ein Tool, was halt Kundendaten verwalten kann. Genau, verwalte ich die Daten selber oder lasse ich das von einer externen Firma machen? Auch wieder Thema Datenschutz. Und was passiert eigentlich im Notfall? Das heißt, wenn es mal zu einem Data Breach kommen sollte, was passiert dann mit den Daten? Im schlimmsten Fall zieht man wirklich den Stecker vom Server. Aber das ist natürlich auch nicht der Idealfall. Was ist ein Geheimnis? Also was soll Vault schützen? Das typische Beispiel ist natürlich Benutzername und Passwort. Die möchte man natürlich nicht im Cleartext in der Datenbank speichern, sondern irgendwo an einem sicheren Platz. Datenbankzugriffe. Wenn ich eine Applikation habe, die auf meine Datenbank schreiben muss, dann muss ich der Applikation natürlich diese Daten mitteilen. Wie mache ich das? Schreibe ich die irgendwie static in eine Konfigurationsdatei rein? Antwort ist natürlich nein, weil irgendwie werden dann diese Datenbankzugriffe in CVN gespeichert und dann landen die irgendwie auf GitHub oder so. Das möchte man natürlich nicht. So, das klassische Beispiel natürlich Kundendaten. Vornamen und Nachnamen kann man jetzt noch in der Datenbank speichern. Aber wenn es dann ums Thema Kreditkartendaten geht, dann ist das schon eine Stufe höher. Oder wenn es halt um besonders schützenswerte personenbezogene Daten geht, dann ist das auch schon mal eine Stufe höher, und mit denen sich halt Unternehmen auseinandersetzen müssen, wie man die Daten jetzt datenschutzkonform speichert. Bilder, Vault kann nicht nur Key-Value-Sachen speichern, sondern auch Binärdateien. Das zeige ich euch dann gleich noch im Beispiel. Ist ein Beispiel von einer Binärdatei, ein Bild. API-Token, das klasse Beispiel. Ihr habt eine Applikation, die irgendwie mit einer anderen API reden muss. Und damit sich die Applikation an der API autorisiert, braucht diese Applikation, die ihr geschrieben habt, API-Tokens. Und die kann die Applikation zum Beispiel von Vault bekommen. SSL-Zertifikate, das klasse Beispiel. Ihr habt irgendwie eine Public-Key-Infrastruktur und wollt da die Private-Keys speichern. Wie macht ihr das? Kauft ihr euch für 10.000 Euro eine HSM, also ein Hardware-Modul, was das für euch tut, oder lasst ihr das Vault regeln? Vault im Vergleich zu anderen Passwortmanagern, also dieser Vortrag generell oder Vault richtet sich an Entwickler, Administratoren und IT-Security-Experts, in Anführungsstriche. Genau, also es geht hier eher weniger darum, zum Beispiel, ihr kennt ja hoffentlich alle Passwortmanager, KeePass, LastPass, OnePassword, das sind eher so Tools, die ihr privat benutzt.
Die haben dann auch eine schöne GUI und die speichern eure Passwörter ganz geheim. Bei Vault geht es halt eher darum, dass man halt zum Beispiel API-Tokens für eine Applikation speichert. Deswegen kommt Vault auch mit einer RESTful API aus und die könnt ihr dann in eurer Applikation benutzen, um Secrets zu bekommen. Für die, die eine GUI haben möchten, gibt es auch in Vault. Das zeige ich euch dann auch gleich. Genau, es ist deine Infrastruktur und es sind deine Daten. Ich weiß nicht, wie viele benutzen hier LastPass oder so. Oder OnePassword. Ein paar Leute. Okay, ja, LastPass ist eine amerikanische Firma und speichert seine Daten natürlich auch in den USA. Wenn ihr Vault benutzt und das auf eurer Infrastruktur deployt, habt ihr eure Daten verschlüsselt auf eurer Infrastruktur. Genau, dann komme ich jetzt noch zum Shamir Secret Sharing. Und das ist dann gleich auch mein Einstieg in die Praxis. Vault arbeitet nach dem Prinzip, also stellt euch mal ein Banktresor vor. Ein Banktresor hat eine Tür und einen Schlüssel. Ihr habt einen Schlüssel, mit dem könnt ihr den Banktresor öffnen. Und dann seid ihr im Banktresor drin. Vault arbeitet jetzt nach dem Prinzip, man hat hier zum Beispiel 5 Leute und denen gibt man 5 verschiedene Schlüssel. Und wenn man diesen Vault oder diesen Banktresor öffnen möchte, müssen diese 5 Leute alle zu diesem Banktresor gehen und den aufschließen. Das heißt, eine Person hat nicht alleinigen Zugriff auf Vault. Genau. Und diesen Vorgang der Initialisierung, den würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, ihr müsst mir sagen, ob ihr das lesen könnt. Ja. Geht das? Okay. Ich habe einen Server auf Amazon Web Services. So, das ist jetzt ein Container OS Image. Um Vault zu starten, braucht ihr eine Konfigurationsdatei. Und die Konfigurationsdateien, die sind im Format .hcl geschrieben. .hcl ist von HashiCorp, eine spezielle Language, aber man kann auch JSON benutzen, wobei die HCL-Language auch nicht schwierig zu verstehen ist. Ich sage jetzt hier einfach, ich hätte gerne eine GUI. Und wo soll Vault meine Daten speichern? Vault ist nur für die Verschlüsselung und Entschlüsselung der Daten zuständig. Was im Backend passiert, das ist Vault erstmal egal. Ich sage jetzt hier, speicher bitte alle Sachen in einer Datei oder in dem Fall in einem Ordner. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel eine MySQL-Datenbank habt, dass Vault die Daten verschlüsselt in dieser MySQL-Datenbank speichert. Und dann sage ich hier noch, jeder kann auf Vault zugreifen, auf Port 8200 und TLS ist nicht erforderlich. Fürs Testen ist das okay. So, ich mache das Ganze auf Docker-Basis. Wem sagt Docker was? Den meisten, okay. Dann brauche ich das, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Ich sage halt hier einmal Docker Run. Dieses Cup-Add IPC-Log ist noch ein Sicherheitsfeature. Ich glaube, das ist dafür da, dass Vault nicht in den Arbeitsspeicher swappt und das Ganze wird halt dadurch sicherer. Nethost, ich sage einfach, alle Ports, die der Docker-Container hat, können auf meinem System exposed werden. Dann -V, damit mounte ich noch 2 Directories. Dieses Directory, darin befindet sich die Konfiguration, die ich euch gerade gezeigt habe. Und das andere Directory, da speichert dann Vault seine Daten hin. Ich benutze jetzt Vault in der Version 0.10.4. Das ist die aktuellste Version, Last Check am Freitag. Und sage damit Server und damit wird Vault gestartet. Ich mache das Ganze jetzt im Vordergrund. Normal würde man halt schreiben Docker Run -D, damit er das im Hintergrund speichert. Ich mache das hier, weil das ein Testserver ist, im Vordergrund. Und deswegen könnt ihr jetzt auch hier die Logs sehen. Das heißt, immer wenn ich mit Vault interagiere, dann wird das hier geloggt. Vault hat aber natürlich auch andere Log-Möglichkeiten, wie zum Beispiel in der Datei oder auf Syslog. Und von Syslog würde das dann halt zum Beispiel an euren zentralen Log-Server
gehen, wenn ihr einen zentralen Log-Server im Unternehmen hättet. Könnt ihr das auch lesen? Das sollte passen. Genau, das ist jetzt hier die URL auf Port 8200. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Genau. Wie viele Schlüssel möchte ich haben? Wie viele Schlüssel möchte ich an Mitarbeiter im Unternehmen vergeben? Wenn ich irgendwie 5 Leute habe in meiner Firma, denen ich allen vertraue, dann kann ich jetzt sagen, ihr 5 Leute, ihr bekommt jetzt ein Token oder einen Schlüssel für einen Tresor, um das mal einfach auszudrücken. Und der ich kann das nicht aussprechen, aber die Anzahl der Keys, die man braucht, um den Vault zu öffnen, den kann man hier festlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier 3 sage, ich habe 5 Leute im Unternehmen, die alle so einen Schlüssel bekommen und 3 Leute brauche ich mindestens, um diesen Tresor zu öffnen. Und die anderen 2 Leute, die braucht man dann nicht. Genau, dann könnte ich jetzt hier auf Initial, dann könnte ich das jetzt erstellen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel mit PGP zu arbeiten. Das erkläre ich hier aber nicht, das wäre dann ein Advanced Topic. So, dann seht ihr jetzt einmal den Root-Token. Mit dem Root-Token könnt ihr dann nachher weitere Access-Keys erstellen oder halt alles einrichten in Vault. Und hier seht ihr jetzt diese Keys, die 5 Stück, die wurden generiert. Die lade ich jetzt mal runter und kann die hier jetzt sehen. Und die 5 Keys, die werde ich jetzt an die 5 Leute verteilen. Und dann hätten diese 5 Leute die Keys. Und ich als jemand, der jetzt Vault eingerichtet hatte, würde diese Datei natürlich nachher löschen. So, continue. Wie ihr seht, ist jetzt Vault verschlüsselt. Das heißt, da kann jetzt niemand rein. Da können weder Daten rausgelesen werden, noch Daten reingetan werden, noch Daten reintun. Und wenn ich den jetzt öffnen möchte, brauche ich 3 von diesen Keys. Vault ist verschlüsselt. Ich gebe einen Key ein. Und hier unten seht ihr jetzt, okay, ein Key wurde eingegeben, 2 weitere brauche ich noch. Und so werden jetzt halt alle 3 Leute über diese URL ihren Token eingeben oder ihren Schlüssel eingeben und hätten jetzt Zugriff auf Vault. Und jetzt könnte ich mich in Vault einloggen. Der Vault ist offen, aber ihr als Außenstehender kommt natürlich da nicht rein, weil ihr keinen Token habt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in Vault einzuloggen. Der klassische Weg ist über einen Token, über einen Root-Token zum Beispiel, oder über Benutzernamen und Passwort. Wenn ihr im Server, wenn ihr im Unternehmen einen LDAP-Server habt, dann könnt ihr den auch an Vault anbinden. Okta ist, glaube ich, auch ein Single Sign-On-Dienst. GitHub sollte auch den meisten bekannt sein. Genau, ich habe jetzt hier diesen Root-Token. Und könnte mich da jetzt einloggen. Und damit dann weiterarbeiten. Fragen soweit? Okay, das ist nicht der Fall. Genau, hier seht ihr ja in der Konsole, dass hier ganz viel gelockt wird. Jeder Zugriff irgendwie auf Vault wird gelockt. Das könnt ihr hier dann sehen. Ich habe schon mal was vorbereitet, deswegen mache ich auf den Testserver jetzt nicht weiter. Es gibt das Programm Vault. Das könnt ihr euch runterladen, entweder als Docker-Image oder ganz normal für den Rechner. Und damit könnt ihr dann arbeiten. Und damit arbeite ich jetzt. Genau, Mautstatus zeigt den Status von Maut an. Ich hatte jetzt hier ein Testsystem unter der URL endpoint.vault-a.de und einen Token. Den gebe ich hier einfach in meine .bash-ac ein und kann von da aus dann weiterarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Vault-Status eingebe, dann sehe ich ganz viele Sachen
über den Vault unter dieser URL mit meinem Access-Token. Genau, dann habe ich ein paar Sachen vorbereitet, die ich euch jetzt mal einfach zeigen wollte. Das einfachste Beispiel ist natürlich irgendwie einen Secret in Vault zu schreiben. Vault write secret. Also das ist das einfachste Beispiel. Ihr habt irgendwie, könnt ihr das alle lesen? Ihr habt irgendwie einen Key und ein Value und die möchtet ihr irgendwie sicher speichern. Dann geht das darüber und mit könnt ihr euch das Ganze wieder auslesen lassen. Und habt jetzt hier euren Value. Nehme ich noch ein anderes Beispiel. Oh, danke. Frostcon, WLAN, Passwort. D12. Das wäre jetzt ein Beispiel aus der realen Welt zum Beispiel. Na, und das gleiche wieder mit Lesen. So, das wäre das klassische Beispiel, irgendwie in einen API-Token oder was anderes zu speichern. Wo das gespeichert wird, ich hatte euch ja am Anfang Console vorgestellt und ich habe Vault so konfiguriert, dass er als Backend-Technologie oder als Backend-Speicher Console benutzt. Ihr könnt auch eine MySQL-Datenbank benutzen oder auf mein Testsystem hatte ich das einfach in eine Datei gespeichert. Das hier ist Console. Console bietet auch eine GUI an. Ja. Und hier über Vault könnt ihr dann sehen, unter Logic müsste das sein, habe ich hier jetzt schon ein paar Testsachen gespeichert. Unter Frostcon sieht man dann halt nur als Value Garbage. Genau. Vault ist in Go geschrieben. Der Source Code ist auf GitHub. Für alle Go-Entwickler können sich das angucken. Die Kryptographie passiert über die Standard-Go-Library. Im Hintergrund ist ein AES, glaube ich. Genau, das wäre halt das einfache Beispiel, was, keine Ahnung, API-Token oder in diesem Fall WLAN-Passwort zu speichern. Dann habe ich ein anderes Beispiel. Genau, das wäre jetzt halt ein Beispiel, zum Beispiel Kundendaten irgendwie zu speichern. Ich habe hier den Kunden John, der ist John Bauer und wohnt in der Bonner Straße, hat irgendwie eine Telefonnummer und eine Kreditkartennummer, keine Ahnung. Das wäre halt das Beispiel, um Kundendaten zu speichern. Und mit Vault Read könnt ihr natürlich auch wieder das Ganze lesen. Genau, das war halt das klassische Beispiel. Einmal Daten schreiben und Daten wieder lesen. Dann komme ich jetzt zum Thema Policies. Ich bin jetzt hier natürlich root, aber ich möchte natürlich nicht, dass meine Applikation Root-Rechte auf Vault hat. Deswegen gibt es bei Vault Policies. Ich zeige euch die am besten einfach mal. Genau, Policies werden auch in dieser HCL-Language geschrieben und hier richte ich jetzt gleich eine Policy ein, wo ich halt sage, man darf auf Secret Vault lesen zugreifen, schreiben natürlich nicht und List gibt es auch noch und
Dann erstelle ich einfach mal die Policy. Mit Policy List kann man sich die Policies anzeigen lassen. Aktuell gibt es nur die Default Policy und die Root Policy. Root Policy. Ach so, ich muss der Policy natürlich noch einen Namen geben. Das sieht besser aus. So, ich habe jetzt eine Policy, die heißt Allow Frostcon mit diesen Berechtigungen. Und was ich jetzt machen kann, ist ein Token erstellen, der genau diese Policies hat. So, dann kann ich noch einen Display-Name festlegen. Und kann jetzt hier eine TTL bestimmen, Time to Live. Das heißt, wie lange ist dieser Access-Token gültig? Das hatte ich am Anfang erklärt. Braucht ein Benutzer 10 Jahre lang Zugriff auf Daten? Braucht meine Applikation 10 Jahre lang Zugriff auf Daten? Oder geht das auch in 2 Stunden? Das heißt, ich erstelle jetzt einen Token, der nur 2 Stunden lang gültig ist und lege jetzt hier noch eine Policy fest. Wenn ich keine Policy festlege, wird die Default Policy verwendet. Genau, und jetzt wurde mein Token erstellt. Hier ist mein wunderschöner Token. Und der ist nur 2 Stunden lang gültig und hat die Policy Allow Frostcon. So, ich habe euch ja gerade das Programm Vault gezeigt, aber eure Applikation, die spricht ja mehr HTTP. Curl, sagt das euch was? Mit Curl kann ich halt irgendwie Sachen abfragen. Genau, HTTPS, keine Ahnung. .de. Und dann kann ich halt das sehen, was auf Google ist. So. Secret. Genau, das war mein Vault-Server unter der URL endpoint.vault-a.de. Und V1 ist halt die API, Secret Frostcon. Da hatte ich ja vorher das WLAN-Passwort reingeschrieben. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, sagt er, hier geht nicht. Ich hätte gerne noch einen Token. Das heißt, autorisiere dich bitte. Deswegen kann ich jetzt sagen, Vault-H. Genau, jetzt bekomme ich hier das WLAN-Passwort. Normal ist Curl, also der Output ist in JSON. Das heißt, mit dem Programm JQ, ich weiß nicht, ob das Leute von euch kennen, das macht das Ganze noch ein bisschen schöner, eine schönere Ausgabe. Und mit JQ könnte ich jetzt irgendwie weiterarbeiten und weiter filtern. Ich weiß nicht, ob ich hier was ausgeschrieben habe. Pipe hatte ich schon. Data. Und dann WLAN-Passwort. So, jetzt wird mir zum Beispiel nur das WLAN-Passwort angezeigt. Genau, ich könnte dann, mit Curl-S wird mir auch wirklich nur das WLAN-Passwort angezeigt. Genau, das würde dann halt eure Applikation machen. Die würde dann irgendwie an diesen Endpoint gehen und sich die Credentials für eine Datenbank oder so holen. Genau, das war halt das Beispiel, ein Token erstellen. Wenn ich jetzt irgendwie merke, hey, der Token wurde missbraucht oder so, ich möchte ihn jetzt ganz schnell sperren, dann gibt es dafür das Command Vault Token Revoke. Und dann der Token, der irgendwie auf GitHub gelandet ist.
damit wurde der jetzt gesperrt. Wenn ich das gleiche Kommando nochmal ausführe, sagt er, hier geht nicht. Error, Permission denied. Genau. Als nächstes Beispiel habe ich mal ein Bild, was ich gerne verschlüsselt speichern möchte in Vault. Vault ist eigentlich nicht dazu da, Binärdateien zu verschlüsseln, aber mit einem kleinen Lifehack kann man das machen. Ich habe jetzt hier ein kleines Bild, was ich jetzt in Vault speichern möchte. Dazu muss ich das Bild, ich weiß nicht, habe ich das hier? Das mal hier. Genau, wenn ich jetzt ausgeben möchte, kommt da nur Garbage. Deswegen, wenn ich jetzt eine Binärdatei in Vault speichern möchte, muss ich das Bild erst in Base64 kodieren. Das geht mit dem Programm Base64, dem Bild, was ich haben möchte. Und ich zeige das mal so. Dann habe ich schon mal einen besseren Output, der nur aus Zahlen und Buchstaben besteht. Und damit kann ich jetzt besser arbeiten. Ich lasse mir das erstmal in eine Datei hier umleiten. Genau, den Output habt ihr ja schon gesehen und kann jetzt hier sagen, File gleich und kann jetzt statt der Key Value kann ich jetzt hier einfach sagen, File gleich add.slash.tux in Base64 kodiert. Das heißt, ich muss nicht unbedingt was eingeben, sondern kann den Input auch von einer Datei lesen lassen. Data write successful. Das hat ja schon mal geklappt. Genau. Der Output ist der gleiche, den ich euch gerade gezeigt hatte. Und hier muss man jetzt ein bisschen tricksen. Vault read. Jetzt wird mir das Ganze als JSON ausgegeben. Und jetzt kommt wieder JQ ins Spiel. Minus R steht für RAW. Und dann kann ich mir .data.file ausgeben lassen. Und jetzt bekomme ich wieder das Image als Base64 kodiert angezeigt. Und kann das jetzt natürlich wieder in tux.encode.base64, kann ich mir das in eine Datei, also den Output in der Datei speichern. Und mit Base64-D steht für Decrypt, kann ich mir das jetzt wieder ausgeben lassen. Also die entschlüsselte Version. Und dann kann ich das Ganze auch nochmal umleiten. .png. Und habe jetzt mein tux-clear.png. Und das solltet ihr hier jetzt sehen. Genau, das war ein Beispiel, wie man Binärdaten in Vault speichert, also einmal verschlüsselt und entschlüsselt. Ich habe keine Fragen. Ja, bitte. Ja. Dann wäre ich da nicht reingekommen. Okay. Willst du ein Mikrofon haben oder soll ich wiederholen? Meine Frage war mit den 5 Schlüsseln am Anfang. Okay, die Frage war mit dem Shamir Secret Sharing am Anfang. Wenn jetzt Vault verschlüsselt wäre, also wenn Vault abgeschlossen wäre, dann komme ich mit der API auch nicht mehr auf Vault. Da habe ich mit der API keinen Zugriff mehr auf Vault. Egal, ob das jetzt eine HTTP-API ist oder das Programm Vault, weil das Programm Vault ist einfach nur ein API-Wrapper für die API, die Vault anbietet.
Wenn er verschlossen ist, dann passiert gar nichts mehr. Dann kommen da nur Errors. Genau. Ja, bitte? Ist der nicht verschlossen? Das Web läuft der 24/7? Genau, der ist nicht verschlossen. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie... Genau, der soll offen sein, damit Leute... Ja, ich wiederhole ihn gleich. Also, was passiert? Also eigentlich sollte Vault 24 Stunden geöffnet sein, damit eure Applikation Daten in Vault schreiben kann und Daten aus Vault lesen kann. Wenn jetzt aber mir irgendwie ein großer Fehler auftreten sollte und irgendwelche Credentials sind im Internet aufgetaucht und in den Logfiles seht ihr, dass irgendwelche Chinesen oder Russen auf euren Vault zugegriffen haben, dann könnt ihr Vault sperren, sodass erstmal niemand mehr auf Vault zugreifen kann. Und dann müssen halt diese drei Leute kommen und den Vault wieder entsperren. Das kann man nicht alleine machen. Also wenn ihr das so festlegt am Anfang. Ja, bitte? Die Leute müssen aber auch kommen, wenn dann Software. Genau. Das heißt, wenn Vault irgendwie abstürzt, weil man ein Upgrade auf Vault macht, dann müssen diese fünf Leute oder drei Leute halt kommen und ihren Key eingeben. Das ist halt das Prinzip von Vault. So arbeitet Vault. Wenn ihr halt sagt, okay, Vault ist ganz schön, dann könnt ihr auch einfach sagen, oder ihr sagt, Vault ist schön, aber ich möchte das nicht, dass irgendwie drei Leute nachts um drei ihren Schlüssel eingeben möchten. Dann legt ihr halt einfach nur fest, okay, ich hätte gerne nur einen Key und nur eine Person muss einen Key eingeben, damit Vault geöffnet ist und damit Applikationen auf Vault Daten speichern und lesen können. Genau, das hatte ich ja am Anfang gezeigt. Die Frage war, ob das konfigurierbar ist. Ja, ist es. Hatte ich am Anfang gezeigt, auf meinem Testserver, also der Initialisierungsprozess. Da legt man das einmal fest am Anfang. Dieser Key hilft nicht für das Entsperren, der ist nur nachher Zugriff auf alles. Der hat also nur eine Policy, die alles zu lesen und schreiben. Genau, am Anfang ist halt dieser Initialisierungsprozess und beim Initialisierungsprozess muss man halt festlegen, wie viele Leute Schlüssel bekommen und wie viele Leute den Schlüssel dann noch eingeben müssen, damit Daten in Vault gespeichert werden können. Und eine Person bekommt dann halt diesen Root-Key und Root kann halt alles. Und diese Person würde dann halt Vault so konfigurieren, dass man zum Beispiel LDAP einrichtet und damit Mitarbeiter im Unternehmen auf die Daten zugreifen kann. Der Root würde dann auch zum Beispiel Policies festlegen, damit halt per Default nicht alle Mitarbeiter auf API-Credentials zugreifen können oder auf Kundendaten. Weil das möchte man ja in der Regel nicht. Ja, bitte? Das klingt ja nicht besonders skalierbar. Einen Root, wenn ich da mehrere Abteilungen habe, was ich mache, ein bisschen was Größeres, dann will ich ja vielleicht mehrere Nutzer haben. Genau, das geht ja. Geht. Genau. Also das war nur der Initialisierungsprozess funktioniert so. Man muss das halt einmal machen und irgendjemand muss halt Rechte haben, um alles zu dürfen. Sonst funktioniert das ja nicht. Aber dieser jemand, der sagt dann halt zum Beispiel, die Abteilung Sales hat auf Kundendaten Zugriff. Und die Abteilung, also Szenario wäre zum Beispiel, ihr habt einen LDAP-Server im Unternehmen und mit Gruppen und die Sales-Gruppe würde dann halt Zugriff auf die Kundendaten haben, wenn der Root-User das so einrichtet. Okay? Dann, wie viel Zeit habe ich denn noch? Noch eine Viertelstunde. Ja, okay. Genau, ich würde euch einfach nochmal die GUI zeigen, weil das war jetzt viel Konsolenarbeit. So, das hier ist die GUI, die hattet ihr ja schon gesehen. Die habe ich jetzt halt so eingerichtet, dass er halt noch vorher einen Load Balancer ist, der SSL-Terminierung macht, damit das Ganze auch sicher ist. Genau, das wäre jetzt halt der Sign-In-Prozess. Wenn ich Vault mit LDAP konfiguriert hätte, würde ich jetzt hier meinen Benutzernamen und mein Passwort eingeben. Da das eine Testumgebung ist, habe ich jetzt noch keine Benutzer eingerichtet. Sondern nur meinen eigenen Token. Genau, ihr habt ja jetzt meinen Token. Genau. Das ist halt das Interface. Da bekommt ihr auch schon direkt eine Warnung. Hey, du bist Root. Eigentlich soll man natürlich unter Root nicht arbeiten. Man würde sich halt selbst irgendwie
Wenn man einen LDAP-Server hätte, würde man seinem eigenen Konto halt die entsprechenden Rechte geben, um alles zu können. Secrets, also das sind hier die Secret Engine. Um das mal ganz einfach auszudrücken, sind das halt Ordner, wo ihr halt Sachen speichern könnt. Hier seht ihr auch KV, dass das hier einfach ein Key-Value-Speicher ist. Und da seht ihr zum Beispiel Frostcon. Und da seht ihr zum Beispiel das WLAN-Passwort, was wir vorher eingerichtet hatten. Das wird natürlich jetzt in der GUI verschlüsselt angezeigt, beziehungsweise nicht im Klartext. Jetzt könnt ihr das Ganze auch sehen. Den Output könnt ihr aber natürlich auch als JSON haben. Machen jetzt bei einer einfachen Key-Value wenig Sinn. Aber bei Kunden, da hatte ich ja den John hier angelegt, mit Kreditkartennummer, Adresse, First Name, Last Name etc. Das sieht dann halt in JSON so aus. Genau, und eure Applikation würde dann halt damit arbeiten. Ja, GUI ist halt wirklich nur dafür da, um zum Beispiel, wenn ihr halt Vault im Unternehmen einsetzt und sensible Daten speichern möchtet, wie zum Beispiel WLAN-Passwort oder so, dass dann halt Mitarbeiter, die nicht so technisch versiert sind, einfach, dass ihr denen halt einfach die URL gibt, sagt, meldet euch bitte mit euren LDAP-Daten an und geht dann irgendwie auf Secret und dann WLAN-Passwort oder so. Oder Frostcon, und dann könnte man zum Beispiel noch die aktuelle Besucheranzahl oder sowas speichern. So, ich als Root kann jetzt hier noch ein paar andere Sachen machen. Die Authentifikationsmethoden. Aktuell habe ich nur Token. Hier würde man dann halt Sachen einrichten wie Benutzername, Passwort. Wenn ihr AWS habt, kann man sich auch mit AWS anmelden. Azure, Google Cloud, GitHub könnte man an Vault konfigurieren, etc. Policies, die hatte ich euch auch gerade gezeigt. Hier habe ich einmal die Allow Frostcon Policy und könnte jetzt zum Beispiel auch über die GUI einfach eine neue Policy anlegen. Die war ja nicht ganz groß. Die sagt halt einfach nur, auf Secret Frostcon kann lesen zugegriffen werden. In der Praxis hättet ihr natürlich mehr ACLs, die dann halt auch größer wären. Ja, das ist so die Vault GUI. Du hast eine Frage? Dann wiederhole ich die Frage. Also das musst du dann... Nee, also wenn du deine eigene Applikation schreibst... Wie meinst du das? Ja, wüsste ich jetzt keine. Also die Frage war, ich muss kurz was trinken. Ich wiederhole die Frage einfach. Okay. Was es für fertige Integrationen gibt an Vault, an vorhandene Produkte wie beispielsweise Apache Web Server, Nginx oder ähnliches? Da ist mir jetzt nichts Konkretes bekannt. Aber wenn du, bist du Java-Entwickler? Okay. Es gibt halt nur Java-Entwickler kennen Maven und es gibt halt eine Vault-Integration für Maven. Das heißt, ihr ladet euch über Maven Vault runter und könnt dann in eurer Applikation das einrichten, dass eure Applikation auf Vault Zugriff hat. Das heißt, es geht halt wirklich darum, wenn du Anwendungsentwickler bist und deine Anwendung braucht Zugriff auf zum Beispiel eine Datenbank oder API-Token, dann musst du halt hingehen und deine Applikation so schreiben, dass die Applikation auf Vault zugreifen kann. Hat das deine Frage beantwortet? Okay, danke. Da unten sticht mir ins Auge, Upgrade to Vault Enterprise. Genau. Ich habe mal gegoogelt, die Lizenz ist MPL, Mozilla Public License, mhm. Ist ja eigentlich eine Permissive License. Was fällt denn dann da noch, was man noch upgraden muss oder darf? Also das hat ja am Anfang gesagt, HashiCorp ist eine Firma in den USA, die viele Open Source Tools erstellen. Und wenn du halt Support möchtest, keine Ahnung, Telefonsupport, 24/7, dann musst du Vault Geld geben und dann geben die halt unter anderem Support.
Replikation ist, wenn du irgendwie Vault hochverfügbar deployen möchtest in verschiedenen Rechenzentren auf der ganzen Welt, dann brauchst du zum Beispiel eine Vault Enterprise Lizenz. Die anderen Features, die stehen dann auf der HashiCorp-Webseite, aber mit den Features, die Open-Source-Version bietet, die sind erstmal völlig ausreichend. Okay, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Also das heißt, du kannst... wenn ich das jetzt richtig verstehe, du kannst Consul als Storage-Backend ganz normal redundant in einer beliebigen Anzahl an Instanzen betreiben, aber von dem Vault selber betreibst du de facto nur eine Instanz. Vielleicht komme ich da später zu. Dann kann ich euch mal ein Bild zeigen, wie ich Vault hochverfügbar deployed habe auf Amazon Web Services. Dann wird das, glaube ich, das Verständnis wird, glaube ich, besser. Wenn keiner eine Frage hat, dann kannst du das Mikrofon, glaube ich, auch hier auf den Tisch legen. Okay, da ist noch eine Frage? Okay. Dann lass es da einfach liegen. Okay, vielleicht zeige ich euch dann noch in einer Viertelstunde TOTP, beziehungsweise Zwei-Faktor-Authentifikation. Zwei-Faktor-Authentifikation, wem sagt das was? Den meisten, okay. Dann brauche ich das, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Wie viele benutzen das? Die meisten. Wie viele benutzen, also One-Time-Passwort sagt euch auch was? Wie viele benutzen das? Auch viele. Wie viele benutzen den Google Authenticator? Auch welche, okay. Das heißt, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen. Wenn ihr Anwendungsentwickler seid und eine Anwendung habt, wo ihr euch mit Benutzernamen und Passwort einloggen wollt, die Anwendung aber so kritisch ist, dass ihr gerne noch einen zweiten Faktor habt, dann könnt ihr Vault dazu benutzen, um Zwei-Faktor-Authentifikation einzurichten. Das geht super einfach in Vault. Deswegen zeige ich euch das jetzt in der Demo. Erstmal aktiviere ich das jetzt als neue Secret Engine. TOTP heißt das. Test. Genau, und lass mir jetzt hier sagen, das ist jetzt der Generierungsprozess. Typisches Beispiel wäre, wenn ihr bei Google geht und sagt, hey Google, ich möchte gerne zwei Faktor haben, dann macht Google diesen Initialisierungsprozess. Mit dem Google Authenticator würdet ihr dann irgendwie einen Barcode einscannen. Das gleiche Prinzip ist jetzt hier auch, nur dass ihr keinen Barcode angezeigt bekommt, sondern ihr bekommt einen Barcode angezeigt, nur halt nicht als Bild, sondern als Base64 decodetes Image. So, und dann könnt ihr einen beliebigen Base64-to-Image-Decoder verwenden. Vielleicht machen wir das mal ein Live-Beispiel. Ich mache das auch. Alle mal Smartphones rausholen und Google Authenticator öffnen. Genau, Scan Barcode. Geht das so? Dann mache ich das einfach hier. Genau. Wer hat mitgemacht? Eine Person, zwei Personen. Der Rest will nicht. Okay. So. Genau, ich habe das Ganze hier gespeichert unter TOTP Keys Test und möchte jetzt verifizieren, ob mein zweiter Faktor bzw. ob dieser sechsstellige Code gültig ist. Wer hat mitgemacht? Soll ich nochmal machen? Oder soll ich größer machen? Super, okay.
So, welchen Code habt ihr? 5, 8, 3, 3, 1. Valid, false. Ach so. Okay. 8, 5, 3, 3, 1. Nee, 8, 5, 3, 3, 1. Okay, der ist valide. Genau, das Beispiel mit dem falschen Code habe ich euch ja auch gezeigt. Wenn dieser Code jetzt gültig wäre, dann steht hier jetzt valid true und ihr könntet jetzt auf diese Applikation, in die Applikation könntet ihr euch jetzt einloggen. Das würde natürlich nicht über dieses Vault passieren, sondern auch ganz normal über eine HTTP-API oder über eine RESTful-API. Genau, die API ist viel mit JSON, das heißt, ihr müsstet ein bisschen Ahnung von JSON haben. So schwierig ist JSON aber nicht und könntet dann ganz einfach zwei Faktor einrichten, was halt super easy ist. Okay, 10 Minuten habe ich, glaube ich, noch. Dann wollte ich jetzt, bevor die Fragen kommen, euch dieses Bild hier zeigen. Die Frage war, wozu ich Vault nutze. Ich nicht direkt, aber meine Firma. Um Verschlüsseln von Bankdaten geht es da. Das heißt, Bankdaten werden bei uns im Klartext in Vault gespeichert. Aber genau, wir haben selber Applikationen geschrieben in Java, die das dann halt machen, die halt Vault benutzen und auf genau, auf Tokens zugreifen und auch selber Daten speichern in Vault. Das macht dann die Applikation. Also auf Deutsch, das ist ein Legacy-System und ihr habt da was dazwischen gesteckt, damit das mit Vault arbeitet, das Legacy-System, oder wie? Nee, ein Legacy-System ist es ja nicht. Vault sagt ja von sich selbst, wir sind Encryption as a Service. Die Bankanwendung. Nee, wir speichern Bankdaten von Kunden. Ach so. Genau. Okay. Dann zu dem Setup, was ich gebaut hatte. Das läuft jetzt auf AWS. AWS müssen den meisten was sagen. Amazon Web Services. Computer mieten für billig Geld. Amazon hat 3 Rechenzentren in Frankfurt. Die nennen sich Availability Zones. In jedem Rechenzentrum oder in jeder Availability Zone habe ich ein Vault deployed als Docker-Container und ein Load Balancer. Vault spricht direkt mit Console. Console, das wäre jetzt zu advanced, aber Console hat so eine Mesh-Technologie. Das heißt, wenn ich hier was in Console schreibe, wird das auf die anderen beiden Console-Container gespiegelt. Das heißt, es gibt immer einen Status, also es gibt halt immer einen aktuellen Status. Wenn zum Beispiel die Nummer 2 ausfallen würde, würden halt die anderen beiden Container immer noch laufen. Dann habe ich hier einen Load Balancer, der macht auch direkt SSL Termination. Hier ist meine Anwendung. Meine Anwendung greift halt über diese API auf Vault zu. Und dann wird zum Beispiel was geschrieben. Zum Beispiel ein Bild. Die Applikation schickt das Bild hier an die URL. Der Load Balancer prüft dann, welche Server leben denn noch, welche sind verfügbar und schickt dann die Anfrage zum Beispiel an Vault 1. Vault 1 ist dann halt wirklich für die Verschlüsselung zuständig und verschlüsselt dieses Bild und legt das dann verschlüsselt in Console ab. Und Console spiegelt das Ganze auf die anderen 3 Console-Container. Diese 3 Console-Container, die sind ständig im Austausch über ein Gossip-Protokoll. Genau. Deswegen war auch am Anfang, hatte ich ja gesagt, Rufverfügbarkeit mit Console und Vault ist ein super Thema. Und Console und Vault arbeiten auch perfekt zusammen. Genau, das, die Frage war, ob das noch in der Open-Source-Version enthalten ist. Ja, ist es. Also das kann man alles ohne jegliche Kosten machen, außer natürlich für die Kosten der Server bei AWS. Warum nicht S3 als Backend?
Das kann man auch benutzen, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Aber bei S3, auch wenn Amazon sagt, S3 ist so verfügbar, ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten das gelesen habt, S3 ist ausgefallen. ja, Konsole kommt halt aus dem gleichen Haus, kommt aus dem Haus HashiCorp, deswegen arbeiten die halt perfekt miteinander zusammen. Danke. Weitere Fragen? 5 Minuten habe ich noch. Okay, wenn keiner mehr möchte, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin dann noch hier ein bisschen, weil danach ist kein Vortrag mehr. Wenn ihr One-to-One-Questions habt, dann könnt ihr mich gleich ansprechen. Vielen Dank.